Es war das Jahr 2000. Dies hier ist eine Geschichte unserer Zeit und unserer Erinnerungen. Es war der 29. Juli. Gegen 2 Uhr in der Früh erhielten wir den Befehl, die Lage zu retten. Seit 40 Tagen wurden 452 Soldaten der UN-Friedenstruppe von den Rebellen als Geißel festgehalten. Das Geräusch der Hubschraubenpropeller störte die Stille der Nacht. Während wir das Dorf einkreisten, knatterte ringsum Artilleriefeuer. Nach ein paar Stunden schon war der Kampf vorüber. Der Beschuss mit Minenwerfern hatte den Rebellen das Rückgrat gebrochen. Sie schlugen sich in die Flucht. Kailahun, das Dorf, in dem die Geißel festgehalten wurden, war gesichert. Die gefangenen gehaltenen Soldaten waren befreit. Wir befanden uns auf dem Rückweg, als wir in einen Hinterhalt gerieten. Der Splitter einer Rebellenhandgranate hatte sich in meinen linken Arm gebohrt. Man evakuierte mich und ich hatte Zeit zum Nachdenken. Mir wurde klar, dass wir aus einem ganz besonderen Grund hier waren. Unser Land wünschte sich Frieden für einen der unruhigsten Staaten Afrikas, Sierra Leone. Nicht aus irgendwelchen persönlichen Gründen oder territorialen Gründen, sondern einfach nur, damit dort Frieden einkehrte. Der Kalte Krieg gehört inzwischen der Vergangenheit an. Schranken, die Länder und Menschen voneinander trennten, sind gefallen. Den Vereinten Nationen bietet sich nun die Gelegenheit, ihre Vision von einer Welt ohne Kriege zu verwirklichen, in der alle Menschen in Wohlstand und Frieden miteinander leben. Und dennoch verstärken drohende Konflikte die Gefahr einer zunehmenden Fragmentierung der Welt. Konflikte, die von Ereignissen des vergangenen Jahrhunderts ausgelöst wurden, einem Jahrhundert, das oft als das blutigste Jahrhundert der Menschheitsgeschichte bezeichnet wird. Immerhin aber gibt es diese Männer in Blau, die UN-Friedenstruppe, die einen Unterschied machen. Ihre Aufgabe ist es, die Kämpfe zu stoppen und für eine Unterbrechung zu sorgen, die zur Einhaltung des Friedens nötig ist. Die Soldaten, die unter der UN-Flagge Dienst tun, kommen aus unterschiedlichen Ländern und haben zahlreiche Aufgaben zu erfüllen. Die Überwachung des Waffenstillstands, die Schaffung von Pufferzonen zwischen den sich bekriegenden Parteien und all das ohne die Verwendung von Waffen. Ironischerweise nahm nach Beendigung des Kalten Krieges Zahl und Komplexheit der Aktionen der Blauhelmtruppen zu. Mit Beendigung des Kalten Krieges begann die UNO immer stärker mit Bürgerkriegen und internen Kriegen mit regionalen Gesichtspunkten zu tun zu haben und weniger mit Kriegen zwischen unterschiedlichen Ländern, was den Charakter ihrer Friedensmission änderte. Der Erhalt des Friedens ist heute nicht mehr ausschließlich eine Angelegenheit des Militärs. Das wichtigste Element heute sind ehrlich gemeinte und würdevolle Bemühungen zum Erhalt des Friedens überall, dort, wo es zu Bürgerkriegen kommt.
Viele Länder aus allen Teilen der Welt, in denen Konflikte entflammt sind, wenden sich heute mit ihren Problemen an die UNO. Auf diese Aufrufe reagierte die UN mit 54 Einsätzen ihrer Friedenstruppen in allen Teilen der Welt. Die Friedenswächter mit ihren blauen Baskenmützen sind heute eines der auffälligsten Symbole der Vereinten Nationen. An diesen gemeinsamen Streitkräften beteiligt sich eine Vielzahl von Nationen mit der Entsendung von Soldaten und Ausrüstungen. Indien steht fest zu seinen Verpflichtungen den Vereinten Nationen in ihren Bemühungen zum Erhalt des Friedens rund um den Globus aktiv zu unterstützen. Es entsandte 50.000 Soldaten, Polizeibeamte und Zivilisten, die sich an mehreren Friedensmissionen der UNO beteiligten. Von den insgesamt 54 Missionen war Indien an 36 beteiligt und ist heute das Land, das sich mit der größten Truppenzahl an diesen Bemühungen der UNO zum Erhalt des Friedens beteiligt. Indien nahm an einigen der schwierigsten und anstrengendsten Einsätzen der UN-Friedenstruppe teil. Dazu gehörten Einsätze in Korea, Indochina, Sinai, dem Kongo, Angola, Kambodscha, Somalia, Ruanda, Mosambik, Libanon, Sierra Leone, Äthiopien und Eritrea. Immer wieder setzte Indien das Leben seiner Soldaten für die Friedensbemühungen der UNO aufs Spiel, nicht um der strategischen Vorteile willen, sondern im Dienste eines Ideals, des Ideals von der Stärkung dieser Weltorganisation, des Weltfriedens und der Sicherheit. Da Einsätze der Friedenstruppen mit viel Gewalt verbunden sein können, wie die Vergangenheit zeigte, nachdem die UNO sich mit Krisen und Konflikten in allen Teilen der Welt beschäftigt, ist das einzig und allein psychologische und berufliche Kompetenz der Soldaten, wie auch ihr Mut und Durchhaltevermögen, von denen der Erfolg eines solchen Einsatzes abhängt. Und angesichts der Tatsache, dass das indische Bataillon erst vor kurzem sich zur UNIFIL gesellte, vor einer jetzt und andererseits seiner Gründung vor 22 Jahren noch nie eingesetzt wurde, bin ich zutiefst davon beeindruckt, wie schnell es den indischen Truppen gelang, sich in die Familie des UNIFIL einzugliedern. Länder, die sich an Friedensmissionen der UNO beteiligen, müssen nicht nur Truppen und Erfahrungen beisteuern, sondern auch von den verfeindeten Parteien akzeptiert werden. Die Präsenz indischer Soldaten bei UN-Einsätzen in verschiedenen Teilen der Welt ist Beweis für ihre berufliche Kompetenz und Akzeptierbarkeit. Indien war zur Jahrtausendwende anlässlich seiner 50-jährigen Beziehungen zu den Vereinten Nationen Gastgeber eines wichtigen internationalen Seminars über friedenserhaltende Missionen. An ihm beteiligten sich 126 Delegierte aus 71 Ländern, die Mitglieder des UN-Sonderkomitees für friedenserhaltende Missionen waren. Es gab Diskussionen über aktuelle Einsätze der Friedensgruppen sowie über die Zukunft solcher globalen Friedensbemühungen. Es waren dabei auch Delegierte militärischer Einrichtungen und auswärtiger Ämter von 70 Mitgliedstaaten der UNO. Indische Truppen beteiligten sich an UNO-Einsätzen in Kongo, in Namibien, Kambodscha, Somalia, Ruanda und Libanon.
Die indischen Konferenzteilnehmer wiederholten die Appelle ihres Landes für eine stärkere Anwesenheit der Entwicklungsländer im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Seit längerer Zeit bereits setzt sich Indien für eine Erweiterung und die Aufnahme einer größeren Zahl von Entwicklungsländern in diese Einrichtung ein. Die Aufgaben, die die Blauhelme zu erfüllen haben, sind von Land zu Land verschieden. Die Rolle der UNO als Friedenswächter hat heute, in einem Zeitalter, in dem der Nationalismus die interne Stabilität vieler Länder bedroht und uralte Spannungen zwischen anderen Ländern wieder aufbrechen, einen kritischen Punkt erreicht. Das warf oft andere Probleme auf, wie zum Beispiel dann, wenn es Mitglieder der UNO-Familie sind, die am Sturz demokratisch gewählter Regierungen beteiligt sind. Im Augenblick befinden sich UN-Friedenstruppen in 16 Einsätzen, von denen Indien an 9 beteiligt ist. Mit 2136 Truppen, militärischen Beobachtern und 847 Zivilbeamten der Polizei ist Indiens Truppenbeteiligung einer der stärksten. Die UN hat zurzeit über 14.000 Friedenstruppen im Einsatz an 14 verschiedenen Orten der Welt. Inder machen weiterhin einen Großteil dieser Truppen aus. Am ausschlaggebendsten für den Erfolg solcher Einsätze ist, dass die Truppen das Vertrauen der Menschen gewinnen müssen, was keine leichte Aufgabe ist und von mehreren Faktoren abhängt: Respekt für örtliche Bräuche, Werte, Glaubensvorstellungen, was genauso wichtig ist wie der eigentliche Prozess der Friedenssicherung. Wir verstehen uns sehr gut mit Ihnen. Sie halfen uns humanitären Gründen. Inzwischen hilft uns auch das Madras-Regiment mit medizinischer Versorgung und anderen Dingen. Es sind nette, freundliche und bescheidene Menschen. Sie sind gern gesehen, weil sie unserem Land Frieden brachten. Deshalb sind wir stolz, ihre Freunde zu sein. Das indische Bataillon leistet hier ausgezeichnete Arbeit und hat uns viele gute Dinge gebracht. Mir hat man ein Stipendium gegeben, was ich für ein Studium in Beirut verwenden werde.
Traditionelle Friedensmissionen wurden inzwischen durch andere, wesentlich komplexere und umfangreichere Missionen ersetzt, die eine Kombination aus politischen, militärischen und humanitären Handlungen sind. Polizeibeamte, Beobachter, die die Wahlen und die Einhaltung der Menschenrechte überwachen, und andere Zivilisten haben sich zum militärischen Personal gesellt, das unter der blauen Flagge tätig ist, um bei Verhandlungen und der Beilegung von Konflikten zu helfen, während die Vereinten Nationen nach wie vor die wichtigste Einrichtung ist, an die sich die Mitglieder der internationalen Gemeinschaft wendet, wenn sie mit neuen Situationen nicht fertig werden und die sich bemüht, neue Konfliktherde aus der Welt zu schaffen. Neue Situationen zeichnen sich durch neue Besonderheiten aus und werfen neue Probleme auf. Bei den Konflikten von heute sind viele der Kämpfer keine regulären Armeesoldaten, sondern Miliz oder Gruppen bewaffneter Zivilisten, manchmal auch Kinder ohne Disziplin und mit einer unklaren Kommandostruktur. Ihre Gewalttätigkeiten sind auf Zivilisten gerichtet, die 90% der Opfer ausmachen, von denen die Hälfte Kinder sind. Dort, wo gekämpft wird, ist es Aufgabe der UN-Friedenstruppen, ihre Eskalation zu verhindern. Das Terrain ist sehr unterschiedlich, wie auch die Ursache des Konflikts. Immer aber sind die Männer in Blau mittendrin, deren Mut auf eine harte Probe gestellt wird. Für Frieden muss oft ein hoher Preis gezahlt werden. Die ganze Welt schuldet diesen Soldaten des Friedens Dank für ihren Heldenmut und ihre Opferbereitschaft. Mehr als 1500 Soldaten verloren ihr Leben bei Einsätzen unter der UN-Flagge. Ihre Opfer schenkten Millionen Menschen neuen Mut, während ihre von Konflikten zerrissene Gesellschaft den schwierigen Übergang zum Frieden machte. Wir, die Bewohner von Daru, freuen uns, die indischen Soldaten willkommen zu heißen. Wie Sie sehen, sind alle Männer, Frauen, Jungen und Mädchen von Daru heute Abend sehr froh. 1988 würdigte die Welt die Rolle der UN-Friedenstruppen mit der Verleihung des Nobel-Friedenspreises. Das norwegische Nobelkomitee beschloss, den Friedensnobelpreis an die UN-Friedenstruppen zu vergeben, für ihre Einsätze zur Sicherung des Friedens unter schwierigsten Bedingungen und ohne der Verwendung von Gewalt oder Waffen. Friedenssicherung und Friedensstiftung sind zwei unterschiedliche Aufgaben, von denen jede auf ihre Art wirksam ist.
Bis vor kurzem noch blieb das Potenzial der UN, Frieden zu stiften, mehr oder weniger unangezapft. Auf oberster Ebene kann Friedenssicherung dann problematisch werden, wenn der Friedensvertrag Schwächen hat und eine der Parteien verbrecherische Absichten hegt. Auf unterster Ebene muss der Friedenswächter seine Zeichen ändern und seine Aggressivität aufgeben. Außerdem muss er die Bräuche, Religion, Kultur und Sprache jener Regionen respektieren und gebildet sein. Zur systematischen Festigung des Friedens übernehmen UN-Friedenstruppen Aufgaben, die sich um die wichtigsten gesellschaftlichen Bedürfnisse der in einer Krisensituation befindlichen Nationen drehen. Die Wiederherstellung des Friedens nach Jahren der Wirren und Unsicherheit ist nur der Beginn beim Wiederaufbau einer Nation. Die Friedenswächter waren schon immer der Ansicht, dass die betroffene Bevölkerung nicht einfach ihrem Schicksal überlassen werden kann. Der Wiederaufbau einer Gesellschaft, die durch langjährige Konflikte zerrissen ist, ist eine genauso wichtige Aufgabe. Die Friedenswächter sind aktiv an der Wiederherstellung demokratischer Verhältnisse beteiligt. Sie führen die Gesellschaft zurück auf den Pfad der Entwicklung und achten darauf, dass der neu gefundene Frieden nicht verletzt wird. Im Zeitalter nach dem Kalten Krieg ist man immer stärker von der UNO abhängig, da sie der einzige Körper ist, der ein wahrhaft demokratisches und universelles Forum für die Weltgemeinschaft darstellt, was aber wiederum auch eine Stärkung dieser Einrichtung verlangt. Zum Zeitpunkt ihrer Gründung zählte sie 51 Mitglieder und ihr Sicherheitsrat hatte 11 Mitglieder. Heute gehören ihr 189 Nationen an, wogegen sich die Zahl der Mitglieder des Sicherheitsrates nur von 11 auf 15 erhöhte, von denen nur 5 ständige Mitglieder sind, die USA, Großbritannien, Frankreich, Russland und China. Während die überwiegende Mehrheit der Generalversammlung der Vereinten Nationen Entwicklungsländer sind die Mitglieder des Sicherheitsrates einzig und allein die Industrienationen. Dieser Ungleichheit muss durch eine Erweiterung des Sicherheitsrates Abhilfe geschaffen werden. Durch die Aufnahme von Vertretern aus den Entwicklungsländern als ständige wie auch nicht ständige Mitglieder. Indien spricht sich seit geraumer Zeit dafür aus. Indien verfügt über langjährige Erfahrungen als Friedenshütern, weshalb wir auch die indischen Menschen bitten, auch in Zukunft die Einsätze der Friedenstruppen weiter zu unterstützen. Nachdem sie unserem Land auch bei der Wiederherstellung demokratischer Verhältnisse halfen, ist es wichtig, dass Indien von der UNO eine wichtige Rolle eingeräumt wird.
seit dem historischen Beschluss von Dag Hammarskjöld, der ein Mann von großem Weitblick und Entschlossenheit war, die Blauhelme zu gründen, ist viel Zeit vergangen. Und es wurde ein weiter Weg zurückgelegt. Ein Traum wurde Wirklichkeit. Das Ziel einer friedlichen Welt aber liegt noch in weiter Ferne. Die UNO ist vorbereitet auf die Veränderungen, die sich in der Welt heute vollziehen. Aber nur mittels eines gestärkten und repräsentativer gestalteten Sicherheitsrats wird es dieser Einrichtung möglich sein, die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu meistern. Die Friedenstruppe der Vereinten Nationen ist einer der ehrgeizigsten und ungewöhnlichsten Einrichtungen, die von dieser Organisation in ihrem Bestreben um ein Eindämmen von Konflikten und zur Förderung des Friedens gebildet wurden. In diesen Bemühungen wird die UNO vorbehaltlos von Indien unterstützt. Mit dem Ziel, den Ausbildungsvorschriften der UNO gerecht zu werden und einen umfangreichen Austausch sowie Forschung zu fördern, wurde im August 2000 in Indien unter der Ägide der Vereinten Dienste der Verfassung Indiens das Zentrum für UNO-Friedenserhaltung gegründet. Der Soldat in Blau wird das auffälligste Symbol der Vereinten Nationen sein. Jeder ihrer Taten mag eine dramatische Szene in einem Kriegsfilm darstellen, aber hier schütten die Toten und die Verwundeten nicht einfach den Staub von ihren Kostümen weg. Einige von ihnen haben das größte Opfer gebracht, indem sie im Krieg eines anderen kämpften, in der Hoffnung, dass Frieden herrschen wird.